Hallo Leute, weiter geht's bei Yo-Kai Watch 2. Im letzten Part haben wir einen Bosskampf hinter uns gebracht und den Hauptpreis in der Lotterie gezogen. Und das Item habe ich nicht gefunden gehabt, aber ich habe gesehen, ich habe es doch. Moment, ich möchte es euch kurz zeigen. Hier. Eine Fusion ist möglich, scheinbar. Okay. Nettes Item. Gut, dann kann ich jetzt aber hier verschwinden. Und theoretisch müsste ich... Mit 13 Fans, bla bla bla. Die Stimme im Stein. Gut, das machen wir kurz. Ja, ich möchte auch noch ein bisschen trainieren und so weiter. Und der hat auch noch eine Quest scheinbar. Ah, das sind unsere Freunde. Ja, hey Johnny. Hey Alex, wieso bist du heute nicht in der Geheimbasis? Wir haben keine Süßigkeiten mehr, sind wir hier, um neu zu kaufen. Sehr Bonbons, bitte, gib mir alle, die sie haben. Wir haben einen heißen Tipp von der Dame bekommen, die den Laden leitet. Oh, was denn? Kennst du diese verfallene Anwesen hinter dem Bambuswald? Das ist, wo du ihn findest. Wer ihn? Wen finde ich? Den Geist. Sie sagen, er taucht auf, wenn man nachts da draußen ist. Da ist doch was faul dran. Das hast du dir ausgedacht. Laut dieser alten Frau ist nichts faul dran. Aber wenn du so sicher bist, sollten wir vielleicht mal nachts dahin gehen. Nee, schon gut. Das macht keinen Sinn. Richtig? Nichts. Die Wittige, lass uns eine Nacht in dem verfallenen Anwesen verbringen. Hä, kann ich auch mitkommen? Lu, was ist mit dir, Shoni? Bist du auch dabei? Ich weiß nicht. Es ist offensichtlich, dass das ein Yokai ist, oder? Ja, und mit dem Wissen kann ich sie nicht alleine gehen lassen. Ja, gut. Ja. Bla, 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 bla. So, auf die Jagd. Okay, das müssen wir nachts machen, ne? In der Nacht beim verfallenen Anwesen. Ja, okay. Wo fahre ich hin? Okay, das heißt, es muss so oder so Nacht sein, ne? So oder so. Deswegen werden wir jetzt kurz nach Hause fahren und uns teleportieren. Moment, der Typ da will was von mir. Moment. Willkommen. Ich denke, ich weiß, warum du hier bist. Das tun sie tatsächlich. Ich will meine Yo-Kai Watch noch weiter aufrüsten. Also sag mir, bist du bereit? Wir haben den Test schon mal bestanden, nicht wahr? Also habt ihr, genau. Ich denke, wir können hier weitermachen. Oh mein Gott. Oh mein Gott, ich kann gleich den Rang A bekommen. Oh, das machen wir. Ich denke nicht, dass dich die Art des Tests überraschen wird. Ich lerne dir ein paar Yo-Kai und du versuchst sie zu besiegen, okay? Was haben sie diese Yo-Kai eigentlich getan, ne? Ich meine, wir sind dankbar für die Aufrüstung, aber kommen sie schon. Whisper. Oh, verlierst du die Nerven? Solltest du. Das ist der schwerste Test bisher. Nein, ich meine, ach egal. Genau, lass uns unorganisieren. Was? Na, umorganisieren und weitermachen. Diesmal musst du dich selbst im Krämerviertel gegen Yo-Kai beweisen. Okay. Zuerst kämpfst du gegen den ruhigen Schmöker und dann gegen 3CH. Und zum Schluss ringst du mit Goruma. Alle sind in der Privatklinik Mohnhof. Und das war's. Irgendwelche Beschwerden? Ich meine, dich, Geistchen. Nein, hört sich gut an. Dann gehen wir schon. Ah, perfekt. Teleportieren, ja. Nach Hause. Und dann, wie gesagt, schlafen wir bis in die Nacht. So, das ist praktisch. Nickerchen machen, schlafe bis Nacht. Ja, aber bitte. Da muss ich noch so viel, oder ich kann noch so viel Zeugs machen hier. Irgendwo war ja auch noch eine Höhle in Petzlingen, wo ich gesagt habe, nö, da würde ich gerne noch nicht hingehen. Bevor wirklich ein finaler Kampf ansteht, wäre es vielleicht nicht schlecht, wenn ich trainieren würde. So, Schule Lenzhausen. Erstmal dahin. So, Moment. Ich würde gerne die Quest aktiv haben. Nee. Was? Die Stimme im Stein. Ach so, der Schulhof. Ach so, jetzt sind wir drinnen. Fantastisch. Wir können bestimmt nicht rausgehen. Nee, toll. Wobei, doch, irgendwo war doch ein Seiteneingang, oder?
Ja, gut, dass ich mich daran erinnert habe. Okay. Wo ist die Statue? Da ist die Statue. Bald. Mehr, mehr. Whisper, hörst du das? Monster. Warte, du kannst nicht einfach ohnmächtig werden. Bist du ein Yokai? Oh, hab ich fast vergessen. Helft mir. Was geht denn hier vor sich? Helft mir. Ein Yokai hat mich reingelegt und ich bin hier eingeschlossen. Bitte berührt die Statue, dann werde ich freigelassen. Wir müssen die Statue nur berühren? Wer auch immer das ist, steckt bestimmt in der Klemme. Sollen wir sie berühren? Würde ich normalerweise sagen, aber das ist alles einfach viel zu verdächtig. Diese ganze Situation riecht nach Gefahr. Berührst du sie trotzdem? Ich wette, das ist eine Falle und ich werde statt dem Typen in die Statue gesperrt. Aber hey, wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Okay, ich habe die Statue berührt. Aber es ist nichts passiert. Vielleicht haben wir uns das alles nur eingebildet. Ich dachte, es würde mit Sicherheit etwas Schlimmes passieren. Was zur Hölle? Wie heißt das wie Glibbermanta? Es ist gigantisch. Du hast mich befreit. Alles okay? Mit was für einem fiesen Trick hat man dich da eingesperrt? Ja, das war eine Lüge. Ja, was? Ich war eigentlich zur Strafe eingesperrt. Du willst damit sagen, dass du reingelegt wurdest von mir. Und was hast du jetzt vor? Um mich bei dir zu bedanken, dass du mich befreit hast, werde ich dich fressen. Das hätte ich mir denken sollen. Oh fuck, einfach so random ein Bosskampf aus Teil 1? Wollt ihr mich verarschen? Puh, ja gut. Ja gut. Wir behalten die Ulti-Seels, bis ein Auge offen ist. Oder... Na komm. Oh fucking shit! Viel zu stark! Shit, das kriegen wir nicht hin. Seht ihr noch so eine random Quest? Das kriegen wir nicht hin. Was? Lass doch den Scheiß. Dämonen heilen, ja. Los. Seht ihr, es ist einfach so eine random Quest. Einfach so. Ich habe hier keine Chance, könnte man sagen. Nicht die geringste Chance. Oh, geht das Auge jetzt auf? Nee. Aber wir heilen wieder Dämonen. Ja. Warum zeigt er nicht mal sein scheiß Auge? Nein, nicht Doppelflappen. Fucking. Lass den Scheiß jetzt mal. Da, das Auge. Los, das Auge. Jetzt. Nee, das ist kein Auge, das ist ein Mund. Attacke. Nee, kann ich nicht angreifen. Das müsste ein Auge sein. Shit, verdammt. Und Irrlicht. Hab ich. Fantastisch. Okay, mach mal deine Ulti-Seele, Frostina. Wir müssen das scheiß Auge irgendwie freikriegen, dass wir angreifen müssen. Ansonsten machen wir keinen Damage. Keinen. Ja. Da, das Auge. So. Jetzt aber. So, jetzt hauen wir irgendwie drauf. Muss irgendwie schaffen. Muss es schaffen, jetzt Damage reinzukriegen, ohne dass irgendjemand drauf geht. Los, Bandito! Hau drauf, schnell! Dämona ist weg. Fuck! Was guckst du so? War das gut? Ich glaube, das war gut, oder? Wir heilen. Fuck! Was machen wir? Frostina damit heilen. Ja. Dann suchen wir noch die Ultraseele von Baku. Ich weiß, es bringt nichts, aber... kann ich alles haben. Die Hälfte ist down. Erst die Hälfte. Das ist klasse. So, wie gesagt, das wird nichts bringen. Ja, fucking... Das Vieh macht so dermaßen viel Damage. Chibanyan, heilen. Wie gesagt, wenn wir das nicht hinkriegen, dann brauche ich gar nicht weiter zu spielen. Okay, das Ziel ist jetzt... Fuck, nein! Baku! Nein!
Das darf nicht wahr sein. Wir haben Baku bereits hier verloren. Das ist echt ein Problem. Dornian heilen. Und? Nee, das... Oh, das wollte ich nicht. Okay. Muss Dämona wieder heilen können, irgendwie. Nein, jetzt nicht, nicht rödeln, verdammt nochmal. Nein, lass den Scheiß. Ich habe doch irgendwas für eine Komplettheilung, oder? Ja, komplett. Hier. Ja, er gibt dich, ja. Fantastisch. Nee, Chibanian. Chibanian! Los, ich muss ihn heilen. Das bringt sonst nichts. Ich muss sie ständig heilen. Ich komme nicht mal dazu, irgendwelche anderen Items einzusetzen. Das ist nicht gut. Das hat echt nicht gut. Okay, irgendwas passiert. Und? Auge! Attacke! Ich muss den Mona wieder heilen. Dann Ultiseel. Los, das scheiß Auge muss draufgehen. Schnell wie möglich. Okay, Chibanian, jetzt mach bitte viel Damage. Bitte. Ja, genau so will ich das sehen. Dann Dämona, du bitte auch gleich. Komm schon. Komm schon. Boah, das Auge dazu geht. Ja, 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 gut. Gut. Oh, sie wieder zu. Verdammte Scheiße nochmal. Wir heilen, wir heilen, wir heilen. Chibanian, ja. Bandido ist jetzt auch bereit. Das ist gut. Oh, shit, verdammt. Nein, er wird durchkommen und alle meine Yokais töten. Einfach Desaster, das ist nicht gut. Ja, okay, doch, es geht. Das war jetzt unklug von mir, die Ultiseele einzusetzen. Weiß, ja, es ist viel Damage kassiert worden. Und Bandido heilen, unbedingt. Okay. Oh, Leute. Ja, ergib dich. Gut gesagt, Dämona. Oh, fuck. Ja, Rache, das war gut. Bandido, fantastisch. Und? Das Auge! Jawohl, das Auge! Oh, verdammt. Dämona ist gleich wieder weg. Los, Chibanian, schnell! Chibanian, schnell! Und dann Dämona heilen, so schnell wie es geht. So schnell wie es geht. Das geben Dämona. Schnell! Haut jetzt drauf, bitte! Ich versuch's noch. Ah, fuck. Gleich kann Dornian noch was reißen. Schnell! Dornian, schnell, greif an! Ultiseel! Nein, Chibanian ist auch weg! Los, Dornian! Mach's kaputt! Bitte schnell! Oh mein Gott! Reicht das? Das reicht! Großer Gott! Was war das jetzt für ein Kampf? Scheiße! Oh mein Gott! Panik vielleicht ein bisschen? Das war jetzt echt ein heftiger Kampf, Leute. 1600 Erfahrungspunkte. Angriffsmal 8, gut. Großer Gott, das war heftig. Gar nicht schlecht. Ich schätze, ich fresse dich nicht. Nicht heute. Ich wollte die Stadt verwüsten, aber das werde ich sein lassen. Du wirst Erste. Hä? Ich mag die Art, die du kämpfst. Komm morgen um die gleiche Zeit wieder. Wir können nochmal kämpfen. Oh, ich hab mich gefragt, wie das wohl aussieht. Sieht so aus, als ob er sich im Moment beruhigt hätte. Das ist gut, oder? Hoffentlich. Wir müssen ihn beschäftigen, damit er nicht noch etwas verwüstet. Ich glaube, wir haben keine andere Wahl. Großer Gott. Okay, wir können ihn jetzt immer bekämpfen. Ausgezeichnet! Das ist an sich gut. Aber da muss ich mir viel mehr Items holen, viel mehr Heilungsgedöns. Und ich muss meine Yokais trainieren. Oh ja. Mimin. Oh, das war was Neues. Das ist mal was Neues. Große Kugel. Ja, ich denke, ich sollte... Was? Baku ver... was? Ja klar, mach mal. Bakulia. Was ist das denn?
Ja, ich weiß nicht. Oh Gott. War der jetzt stark? Baculia, Hey, Vieh. Gute Zeiten. Zeit für mein Schläfchen. Komm morgen wieder. Nein, danke. Lieber nicht. Doch, aber das ist schon cool zum Trainieren. Versteht ihr? Das ist schon cool zum Trainieren. Ich komme ja auch relativ schnell hier hin immer. So, erstmal die Yokais heilen. So, und dann möchte ich mir mal Baculia ansehen. Fleißig, gemein, Menge von absorbierten, bla bla bla. B-Rang, das ist vielleicht jetzt gar nicht schlecht. Das ist vielleicht jetzt gar nicht mal so schlecht. Ich habe schon mit dem Gedanken gespielt, Baku irgendwann zu ersetzen, aber jetzt wurde er halt noch stärker und das ist gut. So, wir brauchen jetzt mal ein bisschen solche Kugeln auf. Dann die hier. Level 25 muss schon sein für alle. Mindestens. Es kommt so überhaupt nicht vorwärts hier. So, das bringt schon mehr. So, da haben wir 20 Stück davon. Dämona. Ich glaube, die sollten wir jetzt aufbrauchen, glaube ich. Weil ich denke nicht, dass ich mich von Dämona und Rosine verabschieden werde. Glaube ich einfach nicht. Und noch ein Level up. Gut. Dann gönnen wir Bandido auch noch reicht. Eines. So. Und dann hier Frostina. So. Dornian kriegt auch noch gleich eines. Steht auch kurz davor. Und den Rest geben wir noch Frostina, ja. Haben immerhin noch ein paar Levels gut gemacht. War das gut? Ich hoffe doch. So, dann haben wir jetzt noch irgendwelche Bücher. Bücher. Hier Angriffsmalach. Macht dich zum Meister des Angriffs. Und hier Technikstufe. Ich werde mal so ein Ding testhalber an Dämona geben. Oh, das ist super. Ich glaube, Frostina auch. Baculia auch. Und Angriffsmalach, würde ich sagen. Bandido. Und Bandido. Und Dornian. Ja. Hätten wir das mal aufgebraucht. Man erhöht Ulti diese Stufe. Oh mein Gott. Chibania ist halt so übel krass. Dämona, Bandido, Frostina. Macht jetzt Baculia was anderes? Ich weiß es nicht. Wir belassen es mal bei dem. Gut. Wo sollen wir jetzt als nächstes hingehen, wurde mir gesagt. So, diesem alten Dingsbums da. Ja, wenn ich bloß wüsste, wo das hier ist. Gehen wir mal zu rund um die Uhr. Ich glaube, von da ist es nicht weit weg. Ich glaube, von da sollten wir ziemlich nah dran sein. Aber seht jetzt, dass Leveln unter Umständen nicht unbedingt verkehrt ist. Ne? Ja, Rang A. Das machen wir dann anschließend. Erstmal machen wir auf die Jagd. So. Ich soll zum Bahnhof gehen? Warum? Warum? Ich muss doch bloß da hochgehen. Glaube ich. Ja, da ist Süßkram. Ja, da bin ich richtig. Keine Sorge, ich fahre nur noch kurz dahin. Vielleicht finde ich ja noch irgendwelche Insekten. Ne, hier ist nichts. Einfach mal gar nichts. Ah, dieses Anwesen. Ich hatte ein anderes im Kopf. Hier gibt's nichts. Warum gibt's hier nichts? Keine Insekten, keine Items, kein gar nichts. Hier gibt's anscheinend irgendwas. Da hüpft irgendwas rum, ich hab's gesehen. Und? Yes! Kanapunkäfer. Wie gesagt, ich würde die gerne irgendwann eintauschen gehen.
Aber so, genug herumgetrödelt. Leute, das war's für heute mit Yo-Kai Watch 2. Vielen, vielen Dank fürs Zusehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Macht's gut oder besser. Tschüss!